So, es geht jetzt darum, eine Limes zu rechnen, und zwar Limes x gegen 0 von e hoch minus x durch Sinus x minus 1 durch x. Und wenn wir das x gleich 0 einsetzen, das ist rot, und rot heißt im Abitur verboten, dann erhalten wir e hoch minus 0 durch Sinus 0 minus 1 durch 0. Also e hoch minus 0 ist 1, Sinus 0 ist 0, das wäre also 1 durch 0 minus 1 durch 0. Und das ist sowas ähnliches wie unendlich minus unendlich. Und das ist wie auch andere Ausdrücke, unendlich durch unendlich, 0 durch 0 oder 0 hoch 0. Und 1 hoch unendlich ist übrigens auch verboten. Das ist ein verbotener Ausdruck. Aber weil wir hier keinen Ausdruck der Form 0 durch 0 haben, müssen wir das hier als einen Bruch umschreiben. Und dazu haben wir die Regel genommen, a durch b plus c durch d. Und das ist quasi, wenn ich den hier mit b erweitere, den mit d erweitere, ist das ad plus bc durch bd. Und das heißt, mit diesem Ansatz habe ich das so hinbekommen. Für die Prüfung empfehle ich Ihnen dringend, dass Sie einigermaßen algebraisch fit sind. Je mehr Fehler Sie machen, kriegen Sie nicht unbedingt Abzug für. Das viel Schlimmere ist, dass Sie Zeit verlieren. Und die verlorene Zeit ist schlimmer als der Abzug. So, was müssen Sie jetzt hier machen? Rufen Sie rein. Ja, wenn ich die 0, richtig, bevor ich überhaupt was mache, muss ich 0 einsetzen, haben Sie recht. Ich mache das wieder rot und dann habe ich 0 mal e hoch minus 0 minus Sinus 0 durch 0 mal Sinus 0. In meiner Welt ist das sowas wie ein 0 Quadrat durch 0 Quadrat übrigens. Das ist 0 durch 0 und das ist verboten. So, jetzt nach dem 0 einsetzen, was machen wir da? Rufen Sie einfach rein. Diktieren Sie. Von x gegen 0 ist dann minus x Quadrat. Da müssen Sie aufpassen, hier müssen Sie Produktregel anwenden. Das abgeleitet mal den plus, aber zu minus. Sinus abgeleitet ist der Cosinus. Und hier wieder Produktregel, das abgeleitet mal dem plus das mal dem abgeleitet. So, das war die erste Ableitung. Aber Sie sehen schon, für eine Prüfung ist das schon ordentlich. Es ist nicht zu viel, aber viel mehr kann es in der Prüfung dann wohl nicht werden. So, jetzt setzen wir wieder ein. Was kommt da raus? Rufen Sie bitte rein. So, dann rechne ich selber. Also e hoch minus 0 minus 0 mal e hoch minus 0 minus Cosinus 0. Einfach die 0 einsetzen, ohne zu überlegen, durch Sinus 0 plus 0 Cosinus 0. So, und das rechne ich aus. E hoch minus 0 ist 1, das ist 0, das ist 1 durch 0 plus 0, das ist 0 durch 0. So, was geht wieder nicht? Was müssen wir machen? Nochmal L'Hôpital. Sehr gut. Und das heißt, wir wenden nochmal L'Hôpital an. Limes x gegen 0. So, hier jetzt im Zähler können Sie auch diktieren. Also der abgeleitet ist minus e hoch minus x. Hier kommt wieder eine Produktregel. Das abgeleitet mal dem, plus, also minus, minus gibt dann plus, x e hoch minus x. Passen Sie bitte auf, dass ich mich nicht verrechne, da bin ich immer ziemlich fix dabei. Minus Cosinus abgeleitet ist minus Sinus x, durch Sinus x abgeleitet ist Cosinus x, plus das abgeleitet mal dem, plus das mal dem abgeleitet. So, da scheint jetzt das hier rauszukommen. Man kann ein bisschen was zusammenfassen, nämlich die beiden und die beiden, das geht. Also das schreibe ich jetzt nochmal hin. Das ist minus Limes x gegen 0 minus 2 e hoch minus x. Das ist nur zusammengefasst.
Deswegen schreibe ich Ihnen den L'Hôpital auch immer hin, dass Sie sehen, jetzt habe ich L'Hôpital angewendet, jetzt habe ich es nur zusammengefasst oder sowas, dass Sie das sehen. Aber das brauchen Sie in der Prüfung nicht, das ist nur eine Schmidt-Schreibweise für die Vorlesung. Minus Sinus x durch 2 Cosinus x minus x Sinus x. So, was machen wir jetzt? Herr Schmidt? Ja? Ich hätte eine allgemeine Frage. Jetzt nicht, ich filme gerade. Also wenn es nicht direkt damit zu tun hat, bitte warten. Oder hat es damit zu tun? Gut, dann warten wir einfach. Wir machen das gleich. Jetzt kommen wir hier, was muss ich jetzt als nächstes machen? Ja, natürlich, ja, Sie sagen das so lapidar, ist aber richtig. Also machen wir es wieder rot. Dann habe ich minus 2 mal e hoch 0 plus 0 minus 0. Das ist von hier durch 2 Cosinus 0 minus 0 Sinus 0. So, und da sehen Sie, das hätte wohl geklappt. Das heißt, das darf ich jetzt auch wirklich machen. Das ist also minus 2 e hoch minus 0 plus 0 mal e hoch minus 0 minus Sinus 0 durch 2 Cosinus 0 minus 0 Sinus 0. So, und das können wir jetzt ausrechnen. Das ist minus 2 mal 1 plus 0 minus 0 durch 2, Cosinus 0 ist 1, vergessen Sie das nicht, minus 0 und das gibt minus 2 durch 2, also minus 1. Das heißt, dieser Limes hier ist minus 1. So, jetzt kommen wir kurz zu Ihrer allgemeinen Frage. Sie meinen, da kommt Plus rein? Das ist doch keine allgemeine Frage. Da haben Sie völlig recht, da habe ich mich verrechnet, was aber für den Limes X ausmacht. Sie meinen, hier wollen Sie einen Plus haben. Dann können wir hier... Ja, macht nichts. Fragen Sie ruhig. Also das ist keine allgemeine Frage. Das nächste Mal fragen Sie das direkt. Aber für die Aufgabe macht es nichts aus, aber es ist trotzdem völlig richtig. Sonst hätte ich das Video wegschmeißen können. Oder fast wegschmeißen können. Aber es macht für das Ergebnis nichts aus. Aber Sie haben völlig recht, vielen Dank. Das heißt, an der Stelle minus Cosinus abgeleitet ist plus Sinus. Typischer Fehler von mir, passiert mir auch ständig. So, ja, und wie gesagt, sowas ist das Maximum dessen, was ich an L'Hôpital in der Prüfung verlangen kann. Weil da, wenn man sich das anschaut, da sind wir schon fast mehr als eine Zeile. Also das hier würden Sie ja nicht schreiben. Das, was rot ist, Sie dürfen es aber schreiben. Also das, was hier steht, das dürfen Sie schreiben, müssen Sie aber nicht. Normalerweise schreiben Sie da vielleicht hier L'Hôpital 0 durch 0 drüber, dass Sie mir irgendwie sagen, das haben Sie ausprobiert und ist 0 durch 0. Aber wenn es fehlt, ist es auch nicht so schlimm. Also es ist schön, wenn Sie es machen. Gut, gibt es sonst noch Fragen zu der Aufgabe? Also, wie gesagt, ganz sicher...